Hallo und herzlich willkommen bei Carnivore. Ich bin Marcel. Wir haben Großes vor. Ich will gar nicht so viel labern. Los geht's. Es geht hier weiter mit unserem Problem. Aus dem letzten Video habe ich ja gesagt, dass also hier der Ventildeckel nicht richtig aufliegt. Dadurch ja, entwickelt sich hier ein Haufen Qualm, das Öl tropft darunter und ich nehme den jetzt runter. Meine größte Sorge wäre jetzt natürlich, dass der ganze Ventildeckel sich verzogen hat, ne? Dass er quasi hier hinten so hoch geht, ne? Weil hier halt eben das nicht aufliegt. Das finden wir jetzt raus, wenn wir ihn abnehmen. Wie wir sehen können, der Ventildeckel ist runter und genau so, wie es jetzt hier liegt, so lag die Dichtung da drin und das sieht für mich auch so aus, ne, dass sie hier wirklich die ganze Zeit nach innen geknickt war und hier sind ganz leichte Abnutzungsspuren, dass die hier so ein bisschen auf der Nockenwelle geschliffen ist, ne, die Dichtung. Ja, Freunde, ne, also die Sache ist die, ich bin ja nun Laie und es hat ja seinen Grund, warum man das Handwerk hier, ich weiß gar nicht, 3 Jahre, 4 Jahre lernt, ne, Mechatroniker, 4 Jahre, glaube ich, dauert's. Ja, da merkt man es halt, warum, ne? Also ein Profi wäre das mit Sicherheit nicht passiert. Wenn ich das jetzt wieder einbaue, werde ich das hier oben direkt festkleben am Ventildeckel, dass sie gar nicht mehr da irgendwie wegrutschen kann, wenn ich den hier montiere. Ja, das passiert mir kein zweites Mal. Den Ventildeckel habe ich jetzt sauber gemacht und man sieht auch, die neue Dichtung ist schon wieder dran. Hier diese inneren Dichtungen habe ich auch alle wieder neu gemacht, weil, naja, was soll ich mit den neuen Dichtungen hier rumliegen? Die nützen mir ja auch nichts, dann kann ich es ja auch einfach verbauen. Ich habe das wieder gesichert hier mit so Kabelbindern und an den Seiten, also wo ich das Problem hatte sozusagen, dass mir das rausgekommen ist, habe ich hier so ganz kleine Punkte Dichtmasse drauf geschmiert, damit es ja die Dichtung da dran hält. Die ist auch wirklich nur außen an der Kante, dass es halt eben die Dichtung festhält, nicht innen, ne? Also nicht Richtung Motor, sondern nur außen. Sicherheitshalber habe ich das auf der anderen Seite auch noch gemacht, so an 2, 3 Punkten. Das sieht jetzt hier alles wilde aus, also das sind wirklich also ganz kleine Pünktchen nur von außen, dass die halt eben die Dichtung so ein bisschen festhalten. Das lasse ich jetzt alles noch ein bisschen antrocknen und ja, dann kann es auch an die Montage wieder gehen. Ja, der Ventildeckel liegt jetzt hier erstmal lose auf. Bevor ich den jetzt irgendwie festziehe, kontrolliere ich eben nochmal im Endoskop.
Der ganze andere Rest ist auch wieder drin, ne? Zündspulen, alles wieder angeschlossen. Und der gute Kuhwalder Racing meinte, ich sollte mal prüfen, wie denn die Spannung ist vom Zahnriemen auf der Seite hier. Und der Motor steht jetzt nun, ja, seit bestimmt einer guten Woche still. Und ich würde sagen, also sowohl ob ich jetzt unten drücke oder ziehe oder hier oben, ne? Also es macht keinen Unterschied. Das sieht so aus, als hätte der gut Spannung eigentlich. Also normal, würde ich sagen. So, die Bude ist wieder zusammengebaut. Ja, die Dichtmasse sollte jetzt auch getrocknet sein. Ich habe ihn jetzt bestimmt so 2-3 Stunden stehen lassen. Da würde ich sagen, schmeißen wir mal an. Ja, angesprungen ist er gut. Keine nennenswerten Vorkommnisse. Ne? Man hört halt am Anfang immer ein bisschen, dass er halt erstmal Öldruck aufbauen muss. Das, ja, ist normal. Jetzt lassen wir mal warm laufen und dann gucken wir mal, ob er immer noch qualmt. Ja, also er qualmt jetzt hier ganz leicht, aber ich vermute, das sind halt die Reste, die er jetzt verbrennt. Ich warte erstmal ein bisschen ab, bevor ich mir da jetzt Gedanken mache. Ja, also kein Rauch mehr oder so etwas, keine Rauchentwicklung. Was ein bisschen fies ist, diese Leitung hier, die geht ja hier hinten rum. Ja, das ist die von der Klimaanlage, die vereist, wenn die Klimaanlage an ist. Und klar, irgendwann taut das dann natürlich ab und tropft schön hier hinten an der Kante runter. Das sorgte dann erstmal ein bisschen für Verwirrung, weil ich dachte, hä, wieso ist denn jetzt doch nochmal Qual? Ne? Aber das lag dann halt wirklich an diesem Rohr von der Klima. Ich habe außerdem nochmal einen Warmstart gemacht, ne? Also den Motor mal aus und dann einfach nochmal an. Das blende ich auch mal ein. Und da gab es also nichts, was irgendwie auffällig wäre oder so. Worum wir uns auch noch kümmern müssen, ist der Kompressor hier. Der hört sich nämlich an wie ein startendes Flugzeug. Und das liegt nicht am Kompressor, sondern das liegt wahrscheinlich hier an meiner improvisierten Halterung, die ich da gebastelt habe. Das vibriert wahrscheinlich alles und ja, ist deswegen unheimlich laut. Und da bastel ich jetzt was Neues aus dem Gewindestab, dass das alles ein bisschen stabiler ist. So sieht es jetzt aus mit der Gewindestange. Ja, ob das was gebracht hat vom Sound her, von dem ganzen Ding, das testen wir gleich mal. Das hier unten, die Schnittkante hier da, das feile ich gleich noch ab. Bevor wir jetzt dazu kommen können, wieder alles zu montieren, müssen wir uns eine Sache nochmal anschauen. Das hier, was wir hier sehen, das ist der Stoßfänger vorne, ja, also die Frontschürze halt. Und als damals das Auto abgeladen worden ist vom Anhänger, habe ich euch ja erzählt in einem der ersten Videos, ja, dass der vorne aufgesetzt ist beim Zurückfahren und dabei hat es ein paar Sachen kaputt gemacht. Und wir sehen das hier, es ist also abgerissen, kann man das erkennen? Ja doch, ne? Das ist abgerissen und auf der anderen Seite, exakt an der gleichen Stelle auch. Ne? Also das müssen wir wieder kitten. Hier sieht man auch, da war schon mal jemand dran. Ne? Das sind solche Kunststoffschweißklammern. Die habe ich mir jetzt auch besorgt und versucht, das damit zu kitten. Und vielleicht machen wir noch irgendwie, ja, dass wir da noch zusätzlich irgendwie was kleben oder so, um das wieder ein bisschen stabiler hinzubekommen.
So sieht das jetzt aus. Ich zeige euch das eben noch auch auf der anderen Seite. Ja, also zum Verständnis eben noch, ich habe hier, also an der Seite hier rechts und links natürlich auch, mit so Heißklebeklammern da reingearbeitet. Man kann hier noch sehen, wie das so leicht absteht. Das muss ich noch abschleifen. Das mache ich allerdings dann draußen, um mir hier jetzt nicht, ja, diese kleine Werkstatt hier völlig zu versauen. Und dann habe ich noch ein bisschen Harz hier drüber gemacht. Das sieht man halt auch noch ganz gut. Und ja, vielleicht noch ein Wort zu diesem Harz. Ich habe das hier benutzt. Man soll da 1% Härter reingeben, das ist der Härter. Und wenn man jetzt 20 Gramm von diesem Harz benutzt und ein bisschen doof ist und dann nicht 0,2 Gramm reinmacht, sondern 2 Gramm, dann bindet das Zeug unheimlich schnell ab. Hab mir so eine kleine Schale da zurecht gemacht damit. Und ja, das wird unheimlich heiß, fängt an zu knistern und zu rauchen. Ja, also habe ich gehört. Ja, frag mich nicht, wie ich das rausgefunden habe. Außerdem haben wir hier noch eine Rathausschale und wir sehen hier, ja, das ist wahrscheinlich, weil der so tief war, weil das Luftfahrwerk ja nicht funktioniert hat, hat sich das hier vom Reifen aufgescheuert, ne? Also dieser ganze Bereich, der fehlt einfach, da möchte ich auch noch ran. Durch das Ablademanöver damals vom Hänger sind diese Plastikträger hier beschädigt worden auf beiden Seiten. Die habe ich jetzt erneuert. Ja, und dann können wir eigentlich die Stoßstange montieren.
So, die Front ist wieder dran. Sieht auch jetzt wieder aus wie ein Audi, allerdings ist das hier ein echtes Puzzle für mich, weil die Schrauben und so, die sind zwar alle dabei, aber, also zumindest die meisten, aber wo was hingehört, das muss ich echt mal ein bisschen rausfinden. So, die ersten zwei Teile sind dran. Einmal hier hinten so eine kleine Abdeckung fürs Getriebe und einmal hier vorne, das ist dann die Aufnahme, wo diese größere Abdeckung auch gleich befestigt wird. Aber ich sag euch eins, ich will nicht jammern oder so, ne? Ich bin etwas über 2 Meter groß und das hier ist überhaupt nichts für mich, das muss ich schon gestehen. So, der Unterboden ist komplett, blöderweise bis auf eine Schraube hier, ja, keine Ahnung, die war nicht mehr dabei, kann ich jetzt nicht ändern. Ja, wir haben so ein bisschen eine kleine Situation hier mit unserer Frontschürze, die steht hier unten ab. Warum? Dieses Plastikteil dient eigentlich dazu, dass sich die Frontschürze sozusagen da verkeilt, nur ist allerdings so, dass die hinten, also die hat 2 Schrauben und die hintere, ich weiß nicht, kann man die sehen? Warte mal. Da ist sie. Da, das, was man jetzt da hochstechen sieht, das ist, ja, das ist der Clip, der sich eigentlich dann da rein verkeilen soll mit einer Schraube von unten. Und der hat es offensichtlich hinter sich. Da müssen wir nochmal ran. Ich werde jetzt mal sehen, dass ich die Stoßstange hier in dem Bereich nochmal löse. Das mache ich aber ohne euch, das alles aufzunehmen. Ja, das ist der Übeltäter. Ich habe jetzt hier 2 Kabelbinder durchgemacht. In der Hoffnung, dass das ausreicht, um den Druck da ein bisschen zu erhöhen. Am Ende ist es auf jeder Seite 1 Kabelbinder geworden und ja, das hält jetzt hier also wirklich bombenfest. Und ja, sicherheitshalber mache ich das auf der anderen Seite auch noch. Ja, so sieht es jetzt aus, zugegeben. Also 100% ist es immer noch nicht. Hier hinten kommt zwar noch eine Schraube rein. Ich hoffe, dass die noch ein bisschen das Ganze da ja beizieht. Ärgerlich halt, ne? Es sah halt perfekt aus, als ich ihn gekauft habe und so wie er vom Hänger abgeladen wurde, sah er dann, naja, so aus. Das ist halt echt ein bisschen schade. Ja, so sieht die Bude jetzt aus. Ich bin zufrieden, auch wie das hier jetzt geworden ist hier. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Ja, mit dem Zusammenbau mache ich jetzt erstmal einen kleinen Stopp. Eigentlich wären jetzt dran, hier die Radhäuser wieder reinzusetzen. Allerdings ist ja die Problematik, mir fehlen die Schrauben dafür. Ja, ich habe es ja nicht selber auseinandergebaut. Das war ja die Werkstatt vom Vorbesitzer. Und ja, das ist natürlich alles für mich so ein bisschen, ich muss mich das da so ein bisschen reinfinden, wie man das alles zusammenbaut. Und habe jetzt mal ein bisschen online geschaut, welche Schrauben denn da eigentlich an welche Stelle gehören. Und ja, die sind de facto einfach gar nicht da. Was mir noch eingefallen ist, ich habe euch gar nicht den Vorher-Nachher-Vergleich gezeigt vom Soundunterschied vom Kompressor. Das holen wir jetzt eben nochmal nach. Jetzt ist allerdings schon so, dass beim Nachher sozusagen die Frontstoßstange dran ist. Ja, ich kriege das jetzt nicht mehr anders gelöst. Ich hoffe, ja, ihr verzeiht mir. Also ich finde, es ist ein deutlicher Unterschied. So für mich, für meine persönliche Wahrnehmung vom Geräusch her, vom Kompressor, dass es auf jeden Fall was gebracht hat, dass der jetzt ja viel stabiler einfach in der Aufhängung drin hängt. Ein Grund, warum es mit dem Zusammenbau jetzt auch so ein bisschen hakt, ist ein Malheur von mir.
ich will gar nicht so viel verraten. Ich blende hier mal ein Bild an der Stelle ein. Vielleicht erkennt der ein oder andere schon, was da nicht stimmt. Ja, müssen wir uns halt drum kümmern. Ist nicht dramatisch. Das machen wir dann im nächsten Video. Und dann bauen wir ihn weiter zusammen. Und ja, machen ihn so langsam dann auch mal fertig für TÜV halt, ne? Damit verabschiede ich mich an der Stelle. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.